Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Green Hell. Wieder zusammen mit dem guten... Das ist Wahnsinn! Warum schickst du mich in die... Ah, oh, fuck, ich halte jetzt selbst Chaos. Oh Mann, ja, das ist super voll gestartet. Jetzt ist nichts viel zu schauen. Super, was du meinst. Ja, alle, die auf YouTube sehen, fragt nicht nach. Frag nicht. Oh. Ach, hast du es endlich, Tani? Hast du es endlich? Das ist ja echt Wahnsinn, ne? Wegen Dani gerade. Dieser. Ich geh mich verbuddeln, Alter. Wegen das wäre der Wahnsinn? Ich geh mich verbuddeln. Das haben wir eben auch schon gesagt. Ich geh mich verbuddeln. Kannst du mich einmachen oder so? Ach, Tani. Oh. Wenn man auf einen Ohrwurm nicht kommt, ne? Ja, oh, das ist so schrecklich, ne? Und aber es liegt dir auf der Zunge. Du weißt, es ist. Ich hasse das. Ja. So. Ja. Da war jetzt die Lose. Es tut mir leid. Ja, Hallo. Ich hab Hunger. Es regnet. Ich, du hast irgendwie wieder Hunger. Also, ich brauch Rot und ich brauch Gelb. Ja, dann ess was. Hab ich noch was zu essen? Ich hab nichts zu essen mehr. Doch, nee, das ist roh. Ich hab rohes Zeug. Ja, wollen wir was kochen? Hast du nichts? Haben wir nichts mehr? Ja, ich weiß nicht. Also ja, nee, doch, koch mal was bitte. Ich habe noch ein bisschen Fleisch, also für Suppen und so. Ich brauche Kohlenhydrate. Hast du noch Bananen? Bananen? Ja, du verlangst hier Sachen, ey. Hast du Stöcker? Ich hab gar nichts. Ich bin gerade am Pfeile craften. Bananen habe ich nicht. Ich habe aber noch so ein paar Früchte hier, so Nüsse und irgendwas hier. Guck mal hier. Boah, warte mal hier. Ich muss immer noch schmunzeln, ne? Aber das ist doof gerade. Boah, wie aha. Zwei Früchte, bitteschön. Ich esse die sofort. Moment, ich bin sofort da. Ich crafte mir noch gerade ein paar Pfeile. Ich muss mich gerade mal ein bisschen hinlegen. Ich bin, ich habe keine Ausdauer mehr. Das werde ich danach. Quasi gleich ohnmächtig. Das werde ich danach auch tun. Also wenn du. Das ist ja der Wahnsinn, ey. Was ist der Wahnsinn? Dass ich gerade zwei Früchte hingelegt habe. Krass, ne? Ich geh Stöcke holen. Oh, haben die noch welche im Lager oder so? Und weißt du, was das Schlimme ist, dass ich darauf gekommen bin? Jetzt hab ich die ganze Zeit das im Kopf. Oh, ist so kotzen, ne? Das ich ist. Ich hab noch eine Axt auf der 4, genial. Haben wir nicht noch Stöcke in unserem geilen Lager? Weiß ich nicht. Ach, Tani kommt schon. Was ist denn los? Nee, gar nichts. Wie ist es immer so dunkel, ey? Oh, Bananen. Geil. Ach ja, stimmt. Ich habe Schimmelgeist eine Idee. Du hast eine Idee. Ist dir einfach ein Licht aufgegangen? Entschuldigung. Ja. Sag an. Ist ein richtiges Licht aufgegangen. Na, komm mal raus. Was wir gleich machen können, wenn wir gegessen haben. Was trinken. Ja gut, das vielleicht auch. Aber, was hältst du davon? Ist nur so ein Vorschlag, der mir so vorhin eingefallen ist. Ja. Wir gehen, wenn wir was gegessen haben, darüber. Oh, Bananen. Ja. Zimmern diese Überdachung fertig für das Feuer, machen das an. Ja, finde ich gut. Dass da Lagerfeuerasche produziert wird. Das hier können wir von mir aus auch durchbrennen lassen. Ich meine, jetzt sind wir eh OP. Wieso sind wir OP? Ja, jetzt wo wir den Trick mit dem Stein und so haben. Trick mit dem und, Stein? Und dann gehen wir... What the fuck? Dann gehen wir quasi rüber, machen das Lagerfeuer an. Und während das Lagerfeuer brennt, gehen wir da in die Höhle. Können wir machen. Ich muss mich kurz mal hinlegen. Da ist nicht wirklich nur, ich hab das nachgeguckt. Kategorie. Ach ja, ich muss im Stream noch umstellen. Sekunde. Stimmt, ihr habt recht. Oh, scheiße, Geld. Dieses. Dieser Anfang dieser Folge, ne? Ich dachte erst, du trollst. Dela, danke für dein Follow. Danke für dein Follow. Nee, ich hab nicht getrollt. Aber dieser Moment, wenn die Erkenntnis kommt, weißt du? Oh, es ist so, oh, schrecklich.
Hast du Holz? Ich, Ja, natürlich doch. Ich würde gerne ein paar Fallen bauen. Dann erspare ich mich immer das. Ah, Alter, wir rennen die also vorbei, meine Fresse. Du willst Fallen bauen? Wir haben so viel zu essen, denn wir können das Geld jetzt auch essen. Echt? Ich hab Hunger, also von mir aus können wir hier. Ja, guck doch mal in den Kisten, was da alles drin liegt, ey. Die ganzen vollen Socken. Knochen? Wir haben so viel zu essen, ey. Wir könnten doch drei andere hier mit versorgen. Wir könnten ein Restaurant im Amazonas aufmachen. Ach ja. Ah, dieses Gürtelthema. Oh, lol, lag. Jetzt ist meine Axt kaputt gegangen. Wirklich jetzt. Ich habe blaue Pilze gefunden. Willst du die essen? Also jetzt gerade nicht. Hä? Habe ich nichts mehr zum... ich habe nichts mehr, um das Feuer anzumachen, sehe ich gerade. Das ist natürlich ungünstig. Das ist nicht so geil. Hä? Hatte ich denn doch viel mehr? Muss mein ganzes Stuff hin. Na gut, Charlie, ne? Dann mach du mal an. Wie? Was? Wo? Ja, ich hab nichts zum Anmachen. Da ist das Gürteltier. Hey! Was machst du da? Das Gürteltier ist direkt in den Pfeil gelaufen. Ich kann nichts dafür. Ja gut, wenn ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Möchtest du das haben? Das da. Wir brauchen erstmal. Wir können das Feuer nicht anmachen. Nimm mal diesen Gürteltierpanzer, der da liegt. Da. So, warte mal. Ich habe nichts. Hast du brennbares Material? Warte mal, ich glaube, ich habe das. Ich habe brennbares Material, oder? Dieses Banistariopsis-Reste. Gehen die als Brennstoff? Weiß nicht, wenn du was hast, dann. Ich habe leider keine Stöcke mehr und so. Also das Lagerfeuer ist da, es muss halt nur noch angemacht werden. Ja, brauchen wir Stöcke, ne? Einen kleinen und einen großen Stock, oder? Ach so, also du hattest das Ding doch schon mal. Hab ich das schon mal? Ja. Ich hab's nicht, nee, es ist weg. Ich hab's, du hast es ja schon mal angemacht. Doch hier, doch. Wo sind denn jetzt die trockenen Blätter hier? Ah, hier. War noch mehr. Aber ich muss dann irgendwas reinlegen, ne? Als Zunder. Ja, das habe ich ja eben nicht. Das ist ja mein Problem gewesen. Ich habe auch nichts als Zunder. Als Zunder habe ich auch nichts. Das ist aber ein Problem. Was kann man denn da alles so nehmen? Na, trockene Blätter oder Vogelnester? Ich tue mir erstmal eine neue Axt craften. Ich habe was geholt. So, das sollte eigentlich gehen. Axt. Hier ist einer. Wow, ihr zwei gerade Feuer. Der rennt hier durch die Gegend. Wo ist hier? Und hier, Am Wasser. Hab ihn einen Headshot gegeben, ist tot. Oh, der war bei mir unsichtbar. Oh nein, wir haben diese Bugs. Du bist Toss, das heißt nur du kannst sie sehen. Der hat einen Bogen getroffen. Willst du einen Bogen haben? Ich hab einen Bogen. Okay. Stammesbogen, ist der besser? Wieso hab ich zwei Bögen? Hä, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso hab ich zwei Bögen? Nee, wir haben doch mal. Wir haben noch einen gefunden gehabt. Der Typ, soll ich den jetzt aufschlitzen oder? Also. Ja, Tani, das ist. Ich habe auch noch Fleisch. Ne? Ich habe auch noch Fleisch für Suppen und so. Hä? Irgendwas stimmt doch nicht. Ich habe doch anders aufgehört. Du hast Zeug weggelegt gehabt. Ich tu mal hier Wasser rein. Ich koche mal gerade ein bisschen. Ich habe ja das Gürteltier Fleisch. Aber es hofft nicht, dass sie noch mehr rumrennen. Also gut, das heißt, wir können das Feuer jetzt auch durchbrennen lassen, die wissen, wo wir sind. Ja, wir wollten ja deswegen, wollten wir ja rübergehen. Na komm, hau rein oder kann ich?
Du hast das jetzt leer getrunken. Ich kann da nichts mehr reintun. Eins davon. Das linke ist voll. Willst du haben? Ach so. Ja, jetzt brauchen wir Wasser. Gerne. Ich hol mal Wasser. Also der Typ liegt noch hier. Willst du den zerteilen oder soll ich den zerteilen? Ich hab auch eine Unity-Platz, also bin auch quasi fast schon voll. Ist überhaupt nicht laut. Was brauchst du denn noch? Ich brauche noch Flüssigkeit, ein paar Fette und ein bisschen Rot. Passt schon, also noch so ein paar schöne Süppchen hier, dann passt das. Sollte gehen. Ja, zum Auftakt erstmal einen Eingeborenen gekillt, aber ja. Mit einem Headshot. Ich hab noch ein Stück Ara-Fleisch. Das packe ich rechts dann gleich rein hier. Müssen wir aber aufpassen, nee, dass noch mehr kommen. Wir müssen unsere Base fertig kriegen. Na gut, wenn wir es jetzt durchbrennen lassen, kriegt man ja, ne? Dann haben wir ja wieder ein bisschen was. Also ich glaube, jetzt ist es eh egal, weil jetzt wissen wir doch nicht, dass wir hier sind. Okay. Naja, die haben uns gerade angegriffen. Nee, der ist um uns rumgerannt. Der hat ja nicht, also noch hat er jetzt nicht angegriffen. Ja, das Problem ist halt, also ich verstehe nicht, es gab doch neulich einen 700 MB Fix. Wieso war der, also habe ich die jetzt entweder wirklich nicht gesehen oder sind die immer noch unsichtbar? Also ich habe den echt nicht gesehen. Erst als du gesagt hast, er ist tot, bin ich ein Stammesfall, habe ich den halt gesehen. Ich versuche gerade aus dem Gürteltierpanzer irgendwas zu craften, aber es geht nicht. Ich kann nichts aus dem machen. Also ich bin quasi komplett voll. Was können wir aus dem Gürteltierpanzer machen? Weiß nicht, aber... Dann würde ich sagen, wenn es dann Tag ist, wollen wir noch mal gucken, ob wir rüberkommen zu dem anderen da, so? Zu dem Drogencamp? Wollen wir das Ding dann jetzt überhaupt noch fertig bauen oder wollen wir das gleich hier immer abbrennen lassen? Ja, nee, dann können wir das gleich hier. Dann können wir das jetzt hier, also können wir hier ruhig lassen. Dann würde ich sagen, bauen wir jetzt auch hier aktiv, oder? Dann brauchen wir jetzt nicht erst darüber, oder? Ich weiß es halt auch nicht, ne? Ich hätte halt einfach gerne diese Schutzmaßnahmen. Wir müssen Bäume fällen. Ich nehme den Typen mal auseinander. Die Höhle war aber auch schon geil, ne? Ja, wir können dann die Höhle noch gucken. So oder so. Die Höhle können wir uns angucken. Ich nehme den Bogen trotzdem mit. Das ist ja eklig. Ich glaube, hier liegen noch Knochen. Ich kann ihn nicht mitnehmen. Willst du die haben? Du, ich bin auch fast voll. Also dieses Menschenfleisch, ne? Ja. Ich bin ja von DayZ, also da habe ich ja, ne? Ist ja nicht so geil. Sollte man das essen oder sollte man das eher nicht essen? Wie gesagt, es bringt gut was. Wieso höre ich jetzt wieder Geräusche? Es bringt halt gut was, das macht doch deine geistige Gesundheit übelst weg. Ich schmeiß es mal weg. Du kannst auch dann leicht zerstören, sonst belastet das den Server. Also ich zerstöre meistens so verdorbene Sachen oder Sachen, die ich nicht brauche, weil ansonsten leckt das hier irgendwann, weil dort überall Sachen rumliegen. Ah ja, die Kissen sind halt auch übelst voll. Also wir müssen, sobald es Tag wird, richtig was wegfällen, dass wir hier das Zeug fertig bauen können. Und wenn das Lagerfeuer dann abgebrannt ist, können wir dann... Kann ich wieder Ton machen? Kein Problem, ey. Dann können wir hier weiter. Wollen wir erst, bevor wir den Ton... wollen wir da erstmal diese... Was du hier hingesetzt hast, hier unten drunter, den Lehmkohleofen machen? Lieber? Ja, oder? Das wäre vielleicht besser, oder? Dann können wir uns gezielt Kohle herstellen. Wäre eine Möglichkeit. Ich tue das mal gute Fleisch. Alle möglichen du kannst Stuff das rein. Gerne essen, Dani. Hau rein, gönn dir. Lass dir schmecken. Platz, ey. Komm, ey. Spiel. Was kann man mit dem Gürteltierpanzer anstellen? Das weiß ich nicht. Ich teste hier auch gerade rum. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich habe was gefunden. Und? Ich stell mir mal Gürteltierrüstung. What? Ich habe eine fucking Gürteltierrüstung.
eine Gürteltierrüstung. Wie konnte er nochmal drehen? Ah, okay, ja, hab's. So, ich habe jetzt 7 Pfeile. Gürteltierrüstung, okay. Cool. So, ich muss den. Hab ich Bogen, 2 habe ich Speer, 3 habe ich noch einen Bogen und 4 habe ich die Axt, okay. Hier fehlt nämlich. Auf den Speer. Boah, guck mal, guck mal, meine Hand gerade. Siehst du das? Alter! Cool, oder? Ja, wenn du noch eine haben willst, ich habe da noch was reingelegt. Ich habe, glaube ich, nicht mehr genug für noch eine Rüstung. Für noch eine Rüstung habe ich gerade nicht mehr genug. Aber ich weiß jetzt, wie es geht. Bananenblatt, 2 Seile und der Gürteltierpanzer. Mega gut. Nice. Haben wir große Stöcke? Nee, so lange haben wir nicht, ne? Nee, die habe ich auch eben kaputt gemacht. Also wollen wir das jetzt abbrennen lassen, ne? Für ja. Und dann bauen wir ganz schnell da unten den Köhler, die Köhlerei und dann, ja. Dann machen wir uns da oben einen Safe Spot hin. Und dann kann es uns egal sein, ganz ehrlich. Okay. Wir brauchen nur immer genug Pfeile halt, um Fernkampf zu betreiben. Nahkampf wäre nicht so geil, glaube ich. Also ich habe 7 Pfeile aktuell. Das ist gut. Ich habe. Weiß nicht, wie viel habe ich denn eigentlich? Ich habe 8. Ja, ist okay. Und ich könnte sogar noch ein paar machen gerade. Ich habe ja einen Eingeborenen getötet. Wir brauchen unbedingt Stöcke und das ganze Gedöns halt. Das wäre echt wichtig. Ja. Habe ich 2 Bögen? Müsste eigentlich auch 2 haben jetzt. Ich habe von dem Eingeborenen den noch mitgenommen, weil meiner geht gleich kaputt. Dauert braucht nicht mehr viel. Ein Stammesbogen. Ist der besser als meiner? Glaube ich nicht. Die Frage ist, was machen wir jetzt mit dem Lagerfeuer da drüben? Wollen wir es einfach ignorieren erstmal, oder? Ist es eigentlich... Das ist ja nicht abgebrannt, ne? Das ist ja ein großes, also es dauert eh länger. Aber ich weiß nicht, ob man da auch mehr rausbekommt. Nee, ich würde es erstmal ignorieren. Ich würde mich erstmal auf das hier fokussieren dann jetzt. Das, was wir hier bei uns direkt haben, oder? Denke ich mal. Ja. Was wollen wir jetzt machen? In der Zwischenzeit, bis das abbrennt. Schade. Wieso kann ich hier nichts hinsetzen? Hier so wegen dem Gebüsch. Guck mal gerade. Das Gebüsch oder das Holz hier? Nee, geht jetzt? Immer. Nee, geht immer, nee. Das Holz hier, was hier liegt? Am Wasser? Ja, damit kann man ja nichts machen. Das kann man nicht wegmachen? Nee, lol. Ich könnte es da sogar drüber machen, über das Holz. Was ist es hier? Hä? Check ich nicht. Ja, das Bausystem ist hier manchmal echt ein bisschen komisch. Dahinter kann ich es ohnehin machen, aber deswegen den Palmen, das ist klar. Ich gehe mal, da die Folge eh gleich schon wieder vorbei ist, gehe ich mal ein bisschen Rohstoffe sammeln. Aber dann würde ich echt vorstellen, wir gucken uns vielleicht mal die Höhle oder so an. Ja, können wir machen. Bananen. Ich sammle Bananen. Vermelde, habe Papagei gejagt. Geil. Wir brauchen, warte mal. Holz. Ach, perfekt. Wir Holz. Fallen doch die Nüsse runter. Und hier kam der hergerannt. Warte mal, ich fäll hier kurz mal ein paar Bäume. Hier oben. Olian brauche ich auch. Die Ahnen brauche ich wieder. Ach, guck mal. Jetzt liegen hier Vogelnester, trockene Blätter. Ja, guck mal. Ey. Nice. Okay. Auch mal mit. Achtung, ich fäll hier mal was. Was war das? Ach so, hast du. Oh, ich dachte. Du kannst hier was mittragen, wenn du magst. Ich such gerade hier noch was. War hier nicht eben noch eine Pflanze? Ja, oder so. Die Fresse ist natürlich dieser Scout. Hat er jetzt quasi die Info zurückgetragen? Jo, kann er ja nicht. Hier, oder? Er ist ja tot. Ja, da wäre ich mir bei Green Hell nicht so sicher.
Also vom Logischen her kann er es nicht. Er ist tot. Ja. Aber so gesehen sterben halt immer alle, die Lager angreifen, aber sie wissen es halt dann trotzdem irgendwie. Das wäre aber unlogisch. Ja, das ist aber, ja, gestorben. Als ob das in Forest anders ist. Ja, aber er ist trotzdem halt gestorben. Ja, aber trotzdem wissen die es jetzt wahrscheinlich. Besonders weil der Multiplayer ja leider eh noch verbuggt ist. Das ist ja nun mal einfach so. Ich meine, bei mir war er wahrscheinlich unsichtbar. Ist ja auch nicht so oft. Naja. Ich kann. Die langer Bambus. Ach, Bambu, du hast ein Bambusgerüst hier hingemacht. Ja, ich habe das dahin gebaut, was wir da drüben gesehen haben, einfach mal. Ja, da müssen wir Bambus holen dafür. Hier denn? Gib bitte Bell. So. Ich zerstöre das mal alles. Tu dir keinen Zwang an, hau alles weg. Ja, Mensch, da ist die Folge eigentlich auch schon wieder vorbei, ne? Ach so, ja. Dann, was ist das für Geräusche? Weiß nicht, auf jeden Fall kommen sie. Ja, wir haben ein bisschen gekocht, wir haben Eingeborenen getötet und nächste Folge schauen wir uns mal die Höhle da drüben an. Ja, ne? Das dann Feuer abbrennt. Bis zur nächsten Folge und so. Tschüss! Ja.